Bevor wir da gleich nochmal drüber sprechen, wie auch die biblischen Erkenntnisse wissenschaftlichen Theorien standhalten könnten, würde ich doch gerne nochmal fragen, heißt das denn auch, wenn Sie das alles wörtlich nehmen, was dort in der Bibel steht, also im Buch Genesis dann in diesem Fall, heißt das dann auch, dass für Sie die Welt, so wie wir sie kennen, nur einige tausend Jahre alt ist und nicht 5 Milliarden, 6 oder 7 Milliarden Jahre Das ist alt? die Konsequenz. Man muss auch manchmal eine solche Spannung durchstehen. Die Wahrheit ist ja nicht davon abhängig, wie viele Leute das glauben, sondern die Wahrheit ist und bleibt unverrückbare Wahrheit. Und wenn Gott uns zugesagt hat, dass er nicht lügt, dass er uns die Wahrheit sagt, dann traue ich es ihm auch zu, dass das, was im Schöpfungsbericht steht, wahr ist. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناح. وعندما سمعت شركة بايرن الدوائية، وهي من أكبر الشركات الدوائية على مستوى العالم، عندما علمت بهذا البحث استفادت منه فائدة عظيمة، إذ قامت بعمل ما يسمى بالمزارع الحيوية، أي تربى فيها الذباب ويستخرج من جناح الذبابة يستخرج مضاد حيوي يعتبر الأقوى على مستوى العالم على الإطلاق. هذا المضاد الحيوي هو عبارة عن كورس من 5 حبات يعطى للمريض ويستعمل، تصور يا إخوة، يستعمل لمرضى الإيدز. Das Sauerstoffinhalt in der Luft 21% ist. Wie das 20% wäre, wird die Erde diese Sauerstoffinhalte absaugen und wir werden alle aussterben. Wenn die Sauerstoffprozente 22% wären, wird nur Verbrennungen auf die Erde geben. Die Wissenschaftler sagen, dass die Sonne 142 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und wenn die Sonne 10 Meter runterkommen würde, wird die gesamte Erde verbrannt werden. Und wir fliegen mit dem Flugzeug in einer Höhe Richtung die Sonne von 10.000 Meter. Warum werden wir nicht verbrannt? أن تختفي شيئا فشيء، وين بالنسبة إلى كتلة القمر، لأن القمر الكتلة مالته هو نصف كتلة الشمس، فالقطر ماله 1,200,000 كيلومتر، والشمس القطر مالها 2,400,000 كيلومتر. الشمس بالنسبة لها هي اللي تدور حول الأرض لأنها هي الأصغر من الأرض بموجب الآيات القرآنية. أنت هل يوم من الأيام رأيت الشمس كيف تتحرك؟ أنا رأيتها تتحرك الشمس. تتحرك الشمس حركة واحدة في كل 24 ساعة. لأنه أنا لما أحكي على العلم القرآني هو يحكي لي على العلم اللي أنا رافضه أساسا، وهو العلم الحديث اللي يدرسون به، وهذا علم بدع لم يكن له أي حقيقة في القرآن الكريم، لأنه ما توجد أي آية في القرآن ترمز إلى كروية الأرض أو دورانها، فكل شيء اللي ما يرمز إلى شيء بالقرآن فهو unzählige Zahl von Zufällen. Okay, hier haben wir jetzt den Tisch. Da kann ich so oft mit der Flasche draufhauen, da kommt aber nicht aus dem Tisch auf einmal eine Maus raus. Verstehst du? Unzählig mal. Wenn du vielleicht unzählige Mal drauf hast, vielleicht wird aus dem Tisch dann ein Tischler oder so. Ist Quatsch. Das ist total. Liebe Freunde des KTV, als jedes Teleskop empfängt Nachrichten aus dem Weltall, die großartig sind. Nur eines möchte ich Ihnen sagen. Probieren Sie mal aus dem Bild, das Sie hinter mir sehen, einmal zu berechnen, wie alt eigentlich das ganze Weltall ist, wie schwer es ist. Das können Sie nicht. Und auch, was Astronomen sagen, von der Größe des Weltalls und nun noch einmal zu erwähnen, aus solchen
Bildern, wie Sie hier sehen, will man einen Urknall ableiten. Diese Sendung ist nicht zuletzt auch dazu gedacht, um endlich einmal diesen Unsinn aus dem Weg zu schaffen. Es hat noch kaum je eine dümmere Hypothese gegeben als die des Urknalls. Wenn Sie da diesem Bild ganz verschiedene Farben sehen, meint man aus solchen Erkenntnissen schließen zu können, dass alles von allein entstanden wäre. Schau mal, dein Schöpfer hat dir Eisen von einem anderen Planet zu dir herabgesandt, damit du ihm dankst, damit du mit dem Auto fährst und ihm dankst.